Überall in unserem Alltag begegnet uns Glas. Eine Besonderheit stellen Kunstglasarbeiten dar, bei denen der Fantasie des Glasers keine Grenzen gesetzt sind. Ute Rau ist Kunstglaserin bei Kaschenbach Glas Kunstwerkstätten in Trier. Seit vielen Jahren arbeitet sie fast täglich mit den verschiedensten Arten von Gläsern. Also in der Kunstglaserei stellt man in erster Linie Bleiverglasungen her. Das beginnt mit dem Entwurf und dem Aufriss. Dann wird eine Glasauswahl getroffen. Dann werden die Gläser zugeschnitten und eine Bleiverglasung hergestellt mittels Bleiruten, die an den Bünden verlötet werden, sodass ein stabiles Bleinetz entsteht. Und anschließend wird die Verglasung verkittet, wenn sie in Kirchen zum Beispiel eingebaut wird oder in geschlossenen Räumen. Oder sie kommt in Isolierverglasung, das gilt dann für alle beheizbaren Räume. Am Anfang eines jeden Kunstglasproduktes steht der Entwurf, der in einem Maßstab von 1:10 angefertigt wird. Im Anschluss kann aus einer großen Auswahl an Gläsern das passende Material herausgesucht werden. Nachdem der Entwurf vergrößert und anschließend auf Papierschablonen übertragen wurde, können einzelne Glasteile zugeschnitten werden. Dies geschieht auch heute noch per Hand. Eine Arbeit, bei der ein wachsames Auge und Präzision gefragt sind. Für Ute Rau ist die Arbeit mit Glas nach wie vor etwas Besonderes. Das Besondere ist mit Sicherheit die Arbeit mit mundgeblasenen Echtantikgläsern, die in ungefähr 5000 Farben erhältlich sind, ganz besondere Strukturen haben und ein ganz eigenes Leben auch haben. Die Arbeitsschritte selbst haben sich über Jahrhunderte kaum verändert. Das ist auch was ganz Besonderes, einen ganz alten, besonderen Beruf halt auch auszuüben. Nach dem Zuschnitt wird das Produkt verbleit. Die einzelnen Glasstücke werden nach und nach durch sogenannte Bleiruten miteinander verknüpft. Auch dieser Schritt ist nach wie vor Handarbeit. Hierbei ist große Vorsicht geboten. Denn Blei ist hochgradig giftig. Essen und Trinken ist in den Arbeitsräumen daher nicht erlaubt. Durch das Verbleien gewinnt das fertige Glas mehr und mehr an Form und an Stabilität. Nun werden die Bleiruten nochmals gefestigt, sodass aus dem Glasprodukt durch anschließendes Löten eine zusammenhängende Einheit entsteht. Die Bleiruten werden so miteinander verbunden. Vor dem Löten wird auf die Lötpunkte ein Flussmittel aufgetragen. Durch chemische Reaktionen ermöglicht dies die metallische Verbindung der einzelnen Bleiruten. Doch wer lässt sich überhaupt Kunstglas in einer Glaserei anfertigen? Also der Kundenstamm umfasst von großen Schreinerfirmen, die ganz normale Standard-Türfüllungen bei uns bestellen, bis zum Privatmann von der Mosel, der ein schönes Weinfenster möchte für seine Probierstube. Als letzter Schritt der Bleiverglasung steht die Verkittung an. Dabei wird in die Zwischenräume der Bleiruten ein Kitt eingearbeitet, der als Klebe- und Dichtungsmittel dient. Somit wird das Produkt stabiler sowie wasser- und luftdicht. Ohne den Kitt würden die Lötbünde mit der Zeit einreißen. Nun kann das Glas mit Sägemehl geputzt und der Kitt entfernt und ausgebürstet werden. Mit frischem Sägemehl werden die Bleiruten anschließend poliert. Die Bleiverglasung ist Hauptbestandteil der Arbeit eines Kunstglasers, die Ute Rau immer wieder Spaß bereitet. Also meine Lieblingsarbeit ist an sich schon der Zuschnitt von diesen schönen Gläsern.
Des Weiteren natürlich auch Restaurierung, also alte Kirchenfenster wieder so herzustellen, dass sie wieder eingebaut werden können und auch noch mal viele Jahre ihre Funktion erfüllen. Und dazu gehört natürlich auch das ganz normale Verbleien mit diesen Bleiruten. Der Beruf des Kunstglasers ist vielseitig. Besonders die Restaurierung von alten Gläsern stellt die Glaser immer wieder vor neue Herausforderungen. Eine Arbeit, die teils mehrere hundert Arbeitsstunden kostet.